aufgeschrieben. Ich bin also sehr gespannt, ob wir das jetzt hinbekommen. Wann, wer, wie, wo ist? Nee, wir fahren bis ganz nach vorne. Wir parken direkt vorm Haus. Dann können wir auch gleich flüchten. Kann natürlich jetzt sein, wenn wir pennen müssen, müssen wir nochmal ummodeln. Huch! Das ist unser Chef sogar! Der da steht! Das ist unser Chef! Der Herr Lombardi! Na, hast du mich schon erwartet? Wieso steht er da einfach nur? Gang 2. Ist es Gang 2? Also Wohnzimmer ist es nicht. Rückseite des Hauses? Der bewegt sich auch nicht, ne? Ist das ein Bug? Is it a bug or is it a feature? Der bewegt sich auch nicht, ne? Wohnzimmer? Das ist der da hinten. Rückseite, das ist der da hinten. Autoschranke? Das ist der Autoschrankenmann. Das heißt, wir sind jetzt um 22 Uhr. Um 23 Uhr müsste er weggehen. Nee, ist er immer noch da. Okay. Huch! Das ist auf einmal weg, gell? Das war ein Bug. Is it a bug or is it a feature? Gucken, ob ich da irgendwo hinkomme. Jetzt entferne ich mich, ne? Ah! Okay, das andere vielleicht auch? Das andere geht auch von hier. Na? Oh, okay, Tor geht damit auf. Na, Herr Chef? Schlechte Sicherheitsvorkehrungen getroffen, mein Freund. Jetzt komme ich gleich rein, dann bist du fällig, Junge. Dann bist du fällig. Okay. 0 Uhr. Eine Stunde lang laufen die jetzt so nur. Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss. Ich kann jetzt halt einfach reinrennen. Und dann sind sie von 1 Uhr bis 7 Uhr auch vor der Autoschranke. Die sind also immer da. Das heißt, ich müsste jetzt einfach... einfach reingehen. Warte mal, von 1 bis 7. Schlafzimmer, Gang, Autoschranke, Rück.
Jetzt habe ich wahrscheinlich zu lange überlegt. Ich weiß ja noch nicht, wo ich hin muss. Ich gehe einfach mal hoch. Hier ist ein Lichtschalter. Kann ich mich hier verstecken? Kann ich nicht, ne? Oh, warte mal. Muss ich jetzt von hier vielleicht raus? Jetzt sind die Kameras aus, Leute, wie ihr seht. Wo ist denn der Sicherheits-Karl-Heinz, ey? Der läuft da lang. Oh. Springen kann ich auch. Okay, gut zu wissen. Oh mein Gott. Mama, mach schnell. Platziere den Sprengstoff im Büro im ersten Stock. Den kann ich auch klauen. Ach, du heiliger Strohsack. Fünf Uhr zwanzig. Sprengstoff angebracht. Gehe zur Destinationsstelle hinter der Villa.
Wir sind wirklich durch. Okay, das ging schnell. Hätte ich erstmal das ganze Haus ausräumen müssen eigentlich? Oh mein Gott, wir haben es geschafft in einem Durchgang. Was ist das Ziel von dem Spiel? Eigentlich sich als Dieb hochleveln? Man kriegt immer fettere Sachen zu looten. Man wird immer besser, man kann sich besseren Diebesgut kann man stehlen, man hat bessere Ausrüstung kann man am Ende kaufen, man kann größere, bessere Häuser ausrauben. Und jetzt haben wir unseren, ja, jetzt sind wir fertig, ne? Unser Chef, es hat Kling gemacht, jetzt ist er eigentlich tot, ne? Jetzt hat es Kling gemacht. Oh mein Gott, wir haben uns gerecht, Leute. Steht das hier vielleicht irgendwo? Der Winnie, guck, da ist er. In einem Durchgang. Können wir jetzt noch irgendetwas machen? Oh Leute, wir haben's. Goldene Büste. Die kann ich doch bestimmt auch verkaufen. Kann ich vielleicht nochmal in das Haus? Das ist zwar jetzt hochgejagt worden, aber... Goldene Büste. Das will er gar nicht. Oh Leute. Verkaufe ich immer nett. Wer weiß, was ich damit noch machen kann. Guck mal, das Auto haben wir auch schon geklaut. Das müssen wir noch auseinandernehmen. Da hinten, wie gesagt, den Schlitten, den hatten wir schon geklaut. Den Schlitten des Weihnachtsmannes. Du kannst halt irgendwie alles klauen. Aber erst, wenn du halt dich gut aufgelevelt hast, ne? Weil wir haben halt jetzt Handschuhe zum Klettern. Wir haben uns halt hochgeskillt. Allah. Krass. Einfach nur krass. Wir könnten uns jetzt hier richtig geil einrichten, ne? Wir haben 345.000 Euro. Kann man doch machen, ne? Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ich finde es gerade so krass. Boah. Ein Teppich. Ein Blumentopf. Stuhl. Ja, Mann. Sofa. 5.200. Wo kommt denn das dann? Was sind denn Hintergründe? Ah, Tapeten. Oh ja, das ist unsere, sag ich dir. Wo ist sie? Das war sie, gell? So, wo finde ich die jetzt? Hier. Halten. Ja, Mann. Wo ist unser Eingangsbereich? Hier. Hier ist das Klo. Ja, das wird richtig fett, Leute. Das wird richtig pompös. So. Und wie streiche ich das jetzt? Nee, will er auch nicht. Huch. Ah. Oh, da brauche ich aber ganz viele Tapeten. Warte mal. Wo habe ich denn jetzt das Sofa?
Werkzeuge, alle. Ich sehe das Sofa nicht, aber das habe ich doch auch gekauft, oder? Steht das hier schon irgendwo drin? Nö. Aha. Ja, Mann, ich trage das Sofa. Was ich mit dem Schlitten will, gar nichts. Ich habe den Schlitten geklaut. Und jetzt erfreue ich mich daran, weißt du? Ah, sieht doof aus. Ach cool, jetzt kannst du das noch alles einrichten. Konnichiwa, Silendes, wie geht es dir? Guten Morgen. Obwohl, wir haben jetzt schon 11:30. Naja, guten Morgen kann man noch sagen. Nein, wir hatten, es gibt in diesem Spiel verschiedene Events, die du zu bestimmten Jahreszeiten oder zu bestimmten, ja, Events im Jahr spielen kannst. Es gibt zum Beispiel ein Geisterhaus. Da hatten wir haben wir zum Beispiel den Kürbis her. An Weihnachten gibt es den Schlitten in einem bestimmten Gebäude zu klauen, wenn du schaffst. Und eben auch Geschenke zum Beispiel. Also dann stehen überall in den ganzen Gebäuden, also nicht in jedem Haus, aber in den meisten Häusern stehen dann Weihnachtsbäume und drunter sind Geschenke. Und es gibt dann halt verschiedene Ziele. Es gibt verschiedene Sachen dann eben, die du looten kannst. Und das ist der Beweis, dass wir es geschafft haben. So, dann brauche ich ja ganz, ganz viele, viele Tabellen, ja. Dann brauche ich ja ganz viele Tapeten. Ganz, ganz viele. Wenn wir hier alles in diesen schönen Farben machen wollen. Wie schön. Alten. Ja, Mann. Oh, cool. Wir haben ja auch Geld jetzt, ne? Das ist ja das Schöne. Wir sind jetzt im Endgame. Wir haben unseren Boss umgebracht. Jetzt können wir ein normales Leben führen. Gott. Oh Gott, oh Gott. Leute, das wird wunderschön, ich sag's euch. Und das war's schon. Habe ich jetzt aus Versehen hier gestrichen? Nö. Guck mal hier, das sieht schon viel geiler aus, oder Leute? Vom Thief Simulator zu House Flipper. House Flipper habe ich noch gar nicht gemacht, Länders. Das ist gut. Die Mission muss ich auch noch machen. Wir haben sie gerade ja fertig gemacht. Ich bin gerade voll gehypt deswegen. Ich muss mich jetzt erstmal abreagieren. Hintergründe. Lass uns erstmal ein bisschen was kaufen. Ich kann das gar nicht sehen, wie viel Geld wir haben. Oh, hier liegen Tapeten. Ja, was ist denn jetzt hier los? Denzi. Ich möchte eine Errungenschaft fürs Tapezieren. Ich möchte eine Errungenschaft fürs Tapezieren, bitte jetzt. Kann ich aufhören? Tapeten. Ach cool, hat genau gepasst. Okay, jetzt passt so die Couch besser, ne? Okay, was brauchen wir noch?
The Real Hansi, moin, servus, alles klar, das Thief-Simulator, ja Mann. Also warte mal, da war ich ja jetzt. Sofa habe ich, ne? Schreibtisch. Eigentlich brauchen wir ja mal alles. Teppich. Klar, Blumentopf, easy. Kaufen. Ein Ofen. Wird das jetzt alles da draußen gestapelt? Ja, wird's. Ich finde Hausflipper nicht schlecht. So für zwischendurch kann man das gut machen. Mir persönlich fehlt ja der Generator für NG-Missionen, dass man permanent was zu tun hat, was jedem das seine ist. Ja, okay. Ich habe mir das noch gar nicht angeguckt. Noch gar nicht. Kann ich das irgendwie drehen? Ach so. Das habe ich mir nämlich noch gar nicht angeguckt. Könnten die Küchen. Hier, ne? Hier ist eigentlich die Küche. Aber das sieht so lame aus, ne? Wie so ein alter Ofen. Ja, Platz hier einfach erstmal. Jetzt komme ich Deko-Profi, weißt du? Ich, Deko-Profi, komme jetzt hier und will euch was von Dekorieren erzählen. So. So, den Schemel haben wir noch nicht. Sofa haben wir. Teppich. Das ist ein Barteppich. Schreibtisch. Couch. Stuhl. Oh, voll. Okay, bei Stuhl wird es weiter. Wir kaufen alles jetzt. Wir eskalieren. Ich drücke jedes Mal auf den falschen Knopf. So, Schreibtisch. Ein Esstisch gab es, glaube ich, gar nicht, oder? Mal gucken. Ein Schreibtisch. Den machen wir mal hier hin. Da kommen unsere Zockergeschichte kommt dahin. Da kommt noch unser Stream hin. Ilma. Mach mal die Tür auf. Hier, Junge. Aha. So, noch eine Couch. Das ist die Begrüßungscouch. So. So, wo waren wir? Schreibtisch als Stuhl kaufen. Tabelle kaufen. 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 Kleiderschrank. Okay, Kleiderschrank dann wieder machen.
Wie weit sind Sie denn? Ich bin fertig. Wir haben gerade die Story durchgespielt. Cool, gell? Was sind das für komische Stühle? Wollen wir uns mal einen Stuhl in die Küche spielen? Spielen vor allem. Ja, wir sind gerade fertig geworden, Leute. Ich könnte jetzt rein theoretisch, wenn ich noch zurück kann, das Haus ausrauben. Weiß aber nicht, ob das noch geht. Ja, im Moment kaufe ich jetzt alles, ja. Weiß aber nicht, ob das funktioniert. Deswegen, ihr seht ja rechts normalerweise immer, wie weit wir storytechnisch sind. Die Story ist vorbei. Wir haben alles gemacht. Wir sind ready. Wie man einfach alles kaufen irgendwo hinknallt. Saugeil. So, was haben wir noch zu kaufen? Oh, das ist ein sehr geiler Schreibtisch. Wo waren wir denn gerade? Kleiderschrank. Warte mal, wir gucken mal gleich zusammen. Ich habe natürlich nicht alles erbeutet, ne? Gibt es dafür eine Errungenschaft? Wenn man alles erbeutet, das wäre natürlich ein Träumchen für mich. Ich als Errungenschaftsjäger. Es ist düster bei mir. Finster. %? Mir fehlt noch eins von diesen Eiern. Dann habe ich den Cupra noch nicht auseinandergebaut. Er steht hier noch. Und diese großen Teile. Boah. Die sind halt echt ätzend zu klauen, ne? Und ein Spielzeugauto fehlt mir auch noch. Und ich weiß nicht, wo diese antiken Geschichten sind. Die müssten jetzt in dem Raum, in dem Haus sein, ne? Von unserem Karl-Heinz. So, wo waren wir denn jetzt? Das haben wir geklaut. Das ist doch für draußen, ne? Ach, wie lustig. Guck dir das mal an. So eine Oma-Couch. Stuhl. Kühlschrank. Hundertprozentigen Run. Als Dieb hat man keinen Haushalt, Alex. Weißt du? Ich lebe ja alleine. Wieder falsch. So. Noch die zwei Stühle.
Falls ich mal Gäste einlade, ne? Naja, wie gesagt, ich kann irgendwie nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen und zu deinstallieren. Weil normalerweise, wenn du fertig bist, deinstallierst du so ein Spiel, ja. Aber irgendwie, na, durch die verschiedenen saisonalen Geschichten, das fand ich jetzt so mega, weiß ich jetzt noch nicht, ob wir es wirklich deinstallieren sollten. Das macht halt auch echt Bock, ne? Oh, wir haben noch gar kein Bett. Stimmt. Und den Schemel wollte ich noch kaufen. Wir haben ja noch gar kein Bett. Wir haben auch kein Schlafzimmer. Ah ja, gut. Mega. Komm, dann schlafen wir einfach in der Küche. Da ist auch der Weg zum Kühlschrank nicht weit. Ganz wichtig. Ich weiß, für das Ei gibt es noch ein Achievement. Ich weiß. Das ist ja das Fiese. Deswegen müssten wir es eigentlich noch fertig machen, ne? Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich würde mich jetzt mal dafür interessieren, ob wir noch mal in das Haus können. Und es gibt aber eigentlich alle Eier in dem einen Haus, ne? Mich würde es jetzt noch mal interessieren, ob wir da trotz Mordanschlag, Bombenanschlag noch mal in das Haus können. Das würde mich jetzt noch mal interessieren. Achso, warte mal, ich muss ja weiter vorfahren. Didi, didi. Kann ich wahrscheinlich, ne? Ja. Wir könnten noch mal. Wir haben ja noch eine Felsenstatue im Schlafzimmer im Erdgeschoss. Die goldene Büste befindet sich im Wohnzimmer im ersten Stock. Die haben wir die nicht? Das Gemälde befindet sich in der Nähe der Küche. Boah. Das schaffen wir doch nicht. Die abstrakte Skulptur kann im Garten gefunden werden. Ja, die habe ich schon gefunden. Aber wie du damit rausläufst, ist halt die Frage, ne? Weil die ist schwer, du kannst da nicht schnell laufen. Ach so, Entschuldigung. Du darfst spoilern, ja. Weil, wie gesagt, wir haben ja eigentlich schon alles durchgespielt. Und wenn, also anscheinend ist es falsche Annahme, Hansi, oder? Wenn ich sage, es sind alle Eier in dem einen und demselben Haus, weil ich habe eigentlich alle Eier aus einem Haus rausgeschafft. Also habe ich eigentlich eins übersehen, richtig? Ich laufe jetzt einfach wieder rein. Oh Gott, und welches habe ich jetzt nicht? Und welches habe ich jetzt nicht? Das ist die gute Frage, ne? 207, 208, 205.
Ach, da steht ein Gartenzwerg. Ach du Scheiße. Kann ich den Gartenzwerg mitnehmen? Schade. Oh Gott. Danke, Hansi, für dein Lurk. Und danke für die Info. Warte mal, ich schreibe mir das nochmal auf. 205? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die 205 ausgeraubt habe. Da bin ich mir nicht sicher. Oh Gott, das wird doch nichts. Easy. Das müsste so lustig, glaube ich, ausschauen, wie jemand hier mit so einer Statue langläuft. Der Sicherheitskanzler ist halt mega blind, ne? Das mit dem Autoklau wäre aber auch noch eine interessante Geschichte, ne? Also wir haben eigentlich noch was zu tun. Ich finde das gut, dass du Spiel auch weiterspielen kannst. Es gibt ja manche Spiele, da ist ja dann das Spiel vorbei. Das wäre ja mega, mega mies. Das Glück sollte man nicht provozieren. Uff. Ah, das ist ja gar nicht. Abstrakte Skulptur. Das kann ich so verkaufen, oder was? Ja, kann ich. Ach so. Oder entweder ich verkauf's oder ich stell's mir natürlich hin, ne? Wie teuer ist denn das? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ich kann mir das natürlich auch jetzt hier hinstellen, ne? Weiß nicht. Hier so. $5.000. Ach stimmt, ich habe auch Lichtschalter, ne? Das ist wunderschön. Ja, das hat doch was. Siehst du, wir können ja auch uns ein paar Sachen einfach ergaunern und dann an die Wand hängen. Wir haben ja auch noch hier die Bilder, ne? Die können wir natürlich auch noch irgendwo da innen reinhängen. Was weiß ich, hier? 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 So. Old City. Die Old City kommt ins hier hin. So.
Nee, bitte drehen. So machten wir das nicht. Jetzt hast du es verdreht. Junge, jetzt macht das nicht mehr. Das ist ja lustig. Kann ich es noch irgendwie anders drehen? Nee. Auch ein schöner Bug. Dann nehmen wir den noch. Das kommt in die hier ins Bad. Das ist jetzt auch verdreht. Das gibt es nicht. Okay, vielleicht nochmal beim Ein- und Auslocken gucken, ne? Hallo von Stein, guten Morgen. Voll lieb, wie den Leuten hilfst, das Haus auszuräumen für die Renovierung. Ja, ich weiß. Ich bin halt einfach sehr sozial, weißt du? Ja. Oh Mann, wieso tut er das Bild so doof hinhängen? Platziere den Gegenstand. Ich kann es nur so drehen. Er hat es jetzt falsch rum aufgehängt. Naja, nicht schlimm. So wunderschön. Das hat doch was, oder? So. Ach, die Geschenke, genau. Die Geschenke. Dafür brauche ich aber einen Weihnachtsbaum. Kann ich einen Weihnachtsbaum klauen? Nee, ne? Ja, okay. Als Meisterdieb musst du ja kein Bildaufhängskill haben. Nee, das stimmt. Das stimmt. So. Okay, perfekt. Komisch, das Bild hat er aufgehängt, ne? Ach, es ist in Not. So. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, dann haben wir heute die Story fertig gespielt. Dann lass uns doch einfach mal nach dem nächsten Spiel schauen. Ich habe ja vorhin zu euch gesagt, ich habe so viel Neues am Start, was ich gerne mal zocken würde. Und dann alle, die jetzt auf YouTube das geguckt haben, wir sind endlich durch mit der Story. Aber ich kann sehr wahrscheinlich immer noch nicht das Spiel deinstallieren. Leider, leider. Weil, wie gesagt, ja, eigentlich haben wir ja noch ein bisschen was zu ergaunern. Weiß nicht, wann wir das machen. Immer mal wieder zwischendurch, wenn uns mal wieder Bock ist und so weiter. Und dann gucken wir mal.